Ja, ganz herzlich willkommen hier auf dieser wunderbaren RTL-Dachterrasse. Ich begrüße bei meiner Kollegin Vanessa Brodka und mir ganz herzlich Henning Höhne von der FDP. Herr Höhne, herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind und ein warmes Willkommen von uns. Vielen Dank, hallo. Auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und wir starten direkt mit der ersten Frage. Herr Höhne, wir gucken so ein bisschen ins Land. Da hinten der Dom ist so ein bisschen wolkenverhangen, trübe die Aussichten, es regnet so leicht. Umschreibt das vielleicht ganz gut den Zustand der FDP nach den katastrophalen Wahlen in Thüringen und Sachsen? Ja, möglicherweise eine ganz gute Wetteranalogie. Lage finde ich es schon ernst für die Partei im Moment. Die Wahlergebnisse haben Sie angesprochen und vor uns liegen intensive Tage und Wochen, weil wir damit natürlich nicht zufrieden sind, sondern wieder an alte Erfolge anknüpfen wollen. Die FDP hat nicht nur zwei weitere Wahlen verloren, sondern sie ist zertrümmert worden. Das sagte Gerhard Papke, das war der Ex-FDP-Fraktionschef hier in NRW. Hat er damit recht? Ja, ich finde, es geht jetzt weniger irgendwie um den Wettbewerb jetzt der schlimmsten Begriffe. Aber klar ist, wenn ich Wahlergebnisse bekomme von 1%, dann ist das katastrophal für uns und bei weitem nicht das, was wir erreichen wollen. Und ich glaube auch nicht bei weitem das, was wir erreichen können mit liberaler Politik. Und da gehört es jetzt zu unseren Aufgaben in der Gesamtpartei, hart daran zu arbeiten, in der Programmatik, aber natürlich auch in der Außenwirkung, dass solche Ergebnisse nicht wieder vorkommen. Eine große Rolle spielt da die Ampelpolitik in Berlin. Schadet die Koalition der FDP? Na, zumindest scheint sie uns wenig zu helfen, denn seit Eintritt in die Bundesregierung haben wir bei allen Landtagswahlen verloren. Und das hat natürlich auch damit zu tun, nicht alleine. Und trotzdem kann das für mich jetzt nicht automatisch heißen, wir fliehen aus jeglicher Verantwortung, sondern wir müssen, haben ja die Aufgabe, nicht als erstes an die Partei zu denken, sondern als erstes an das Land zu denken, an die Menschen im Land. Und darum rate ich uns auch dazu, wir sollten uns konzentrieren auf die Themen, die anstehen, auf die Probleme, die es zu lösen gilt und weniger um die Befindlichkeiten der eigenen Partei zu kümmern. Welche Themen wären das? Ich sehe im Moment zwei große Themen in Deutschland und das ist, die wirtschaftliche Lage. Wir haben Stagnation, kein Wachstum. Das bedeutet kaum neue Arbeitsplätze, das bedeutet weniger Investitionen, das bedeutet weniger Wettbewerbsfähigkeit. Und das zweite Thema ist der gesamte Bereich Asyl und Migration, bei dem wir auch vor großen Herausforderungen stehen. Die FDP stand ja mal für Freiheit. Das steht ja auch in ihrem Namen. Und in fast allen der letzten Wahlen hat die FDP massiv bis deutlich verloren. In 10 von 11 Wahlen haben sie deutlich verloren. Hat Freiheit in unserem Land keine Konjunktur mehr? Na, Freiheit hat es schon immer mal wieder schwer gehabt in den letzten Jahren und Jahrzehnten hier in Deutschland, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele Menschen sich auch ganz wohl fühlen, wenn möglichst viel geregelt wird und wenn man da auch eine gewisse Sicherheit und Verlässlichkeit hat. Und ich bin aber davon überzeugt, es braucht Freiheit, sich selber zu entfalten, Freiheit im Wettbewerb auch auf eine neue Idee zu kommen, um zu besten Ergebnissen zu kommen. Und darum ist es Aufgabe der einzigen liberalen Partei in Deutschland, wieder dafür zu sorgen, dass Freiheit wieder mehr Konjunktur hat. Vor fast zwei Wochen wurde unser Land von einem Terroranschlag erschüttert. Verantwortlich dafür hat sich ein illegaler Zuwanderer gemacht. Wie bewerten Sie die Flüchtlingspolitik in NRW? Also das Attentat von Solingen wird ja im Moment noch aufgeklärt, aber schon jetzt weist ja alles darauf hin, dass der Täter gar nicht mehr hätte hier sein dürfen. Es hätte die Möglichkeit gegeben, ihn abzuschieben. Und dieser schreckliche Fall zeigt uns jetzt einmal mehr auf, dass wir im Gesamtsystem Asyl und Migration eine riesige Baustelle haben. Es zeigt einmal mehr, dass es auch Parteien gab und gibt, bei denen es so ein organisiertes Wegsehen gab, weil man über Abschiebungen am liebsten gar nicht sprechen wollte, weil man auch sehr offen gesagt hat, das ist alles erstmal ein Gewinn. Und ich finde, da wurde es sich viel zu lange zu einfach gemacht. Angela Merkels Satz, wir schaffen das, ist ziemlich genau 9 Jahre her. Und wir müssen festhalten nach 9 Jahren, so schaffen wir das nicht. Und wir brauchen erstmal diese ehrliche Analyse, um dann wirklich zu neuen Lösungen zu kommen. Es braucht dringend mehr Ordnung und mehr Kontrolle. Wir müssen wissen, wer ist hier und wir müssen Recht und Gesetz anwenden, gerade auch, wenn es dann wieder um eine Ausreise geht. Was heißt das konkret? Was muss sich ändern?
Ich glaube, wir müssen den Schutz der Außengrenzen verstärken. Es ist naiv zu glauben, dass wir 250 bis 350.000 Asylanträge im Jahr bekommen können. Davon wird ein Großteil abgelehnt und dann im Anschluss will man dann 200.000 Menschen wieder abschieben. Das also kann unsere Außengrenzen, nicht der EU-Außengrenzen, sondern der deutschen Außengrenzen. Ja, also die bessere Lösung wäre, wenn wir das bei den EU-Außengrenzen schaffen, weil die offenen Grenzen innerhalb Europas sind eine große Errungenschaft. Aber die setzen natürlich sichere Außengrenzen voraus. Und das ist genau der Punkt. Also die ganze Schengen-Vereinbarung hat immer vorausgesetzt, wir sichern die Außengrenzen der EU und dann können wir die Binnengrenzen offen lassen. Und an der Außengrenze der EU haben wir ein Problem. Und solange das der Fall ist, meine ich, müssen wir über Grenzkontrollen in Deutschland dann eben auch nicht nur sprechen, sondern müssen sie auch durchführen. Während der Europameisterschaft gab es sie ja. Und wenn man sich da mal die Statistiken anguckt, wie viel Schlepperkriminalität da aufgefallen ist, wie viele offene Haftbefehle deshalb vollzogen werden konnten, dann zeigt mir das, dass das ein sinnvolles Mittel ist. Und wir sollten gleichzeitig daran arbeiten, dass die Außengrenzen wieder so geschützt werden, dass wir auf dieses Mittel wieder verzichten können. Also immer, wir reden immer, wenn Sie Außengrenzen meinen, meinen Sie EU-Außengrenzen. Wenn ich Außengrenzen meine, meine ich erstmal deutsche Grenzen. Halten Sie den Schutz von deutschen Grenzen für möglich und mit EU-Recht vereinbart? Da gibt es ja auch mal viele, die sagen, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, aber ich bin jetzt kein Jurist, auch kein Völkerrechtler, aber ich bin Journalist und ich denke, ich muss doch als Land, als Nation, als souveränes Land, den ich ja auch immer noch bin, innerhalb Europas in der Lage sein, mein eigenes Staatsgebiet, denn das ist ein konstitutives Element, ein eigenes Staatsgebiet zu haben, ich muss doch in der Lage sein, das zu schützen. Volle Zustimmung. Und die Bayern haben ja auch eine eigene Grenzpolizei mittlerweile. Ja, gut, die bayerischen Sonderwege, aber grundsätzlich ein Staat, der keine Kontrolle über sein eigenes Staatsgebiet hat, ist irgendwann kein Staat mehr. Und das gehört für mich verpflichtend mit dazu. Und natürlich haben wir uns auch im europäischen Geflecht zu gewissen Regelungen verpflichtet. Aber wenn wir hier die Kontrolle nicht mehr behalten, dann gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Aber wir haben die Kontrolle doch schon lange nicht mehr. So, und genau darum habe ich ja gesagt, ich glaube, wir müssen über den Grenzschutz sprechen und wir müssen hier die deutschen Außengrenzen schützen, sollten zum Beispiel die Kontrollen, wie wir sie während der Europameisterschaft hatten, dringend fortsetzen und müssen aber gleichzeitig natürlich mit den europäischen Partnern darüber sprechen, wie wir denn endlich wieder zu einer Situation kommen, dass die europäischen Außengrenzen schon von vornherein geschützt sind. Das wäre die beste Lösung. Halten Sie die Zuwanderung Made in Germany für gescheitert? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt muss man sagen, ja, weil wir in Wahrheit zu langsam und zu träge sind bei qualifizierter Zuwanderung. Also bis der Mittelständler die Arbeitserlaubnis hat, bis er alle Formalia beisammen hat, die ganze Bürokratie erledigt hat für jemanden, den er einstellen will und der qualifiziert ist, da sind wir viel zu langsam. Und wir sind aber gleichzeitig, ist es viel zu einfach, hier als Asylbewerber zum Beispiel zu kommen. Dann ist man in einem ewig langen Verfahren. Der Asylantrag wird abgelehnt und dann sind wir aber nicht konsequent bei der Abschiebung. Also wir müssen schneller werden bei qualifizierter, bei legaler Zuwanderung. Wir müssen aber auch schneller werden und konsequenter werden bei der Anwendung des Asylrechts. Diejenigen, die hier Schutz im Asylrecht haben, die sollen ihn, finde ich, auch zwingend weiterhin bekommen. Das Asylrecht ist ein hohes Gut. Aber wir dürfen eben nicht weiterhin in der Situation sein, dass mehrere 10.000 Menschen hier in diesem Land sind, die eigentlich ausreisepflichtig sind und wir einfach schulterzuckend daneben stehen und sagen, das ist dann halt so, wir können es nicht ändern. Man kann es ändern, es braucht den politischen Mut. Sie haben es eben selber angesprochen, es gibt zwei Themen, über die Sie für wichtig halten. Das andere ist die Wirtschaft bei uns im Land und die fährt ja nun wirklich voll vor die Wand. Viele sagen, das ist Politik gemacht. Was muss sich denn jetzt auch in Nordrhein-Westfalen aus Ihrer Sicht ändern, damit wir den Turnaround hinkriegen, damit die Leute mal wieder das Gefühl haben, nicht, es geht nicht nur um Migration, sondern es geht auch um den Wohlstand. Denn Sie sprachen Asyl als hohes Gut. Ich habe es so gelernt, dass auch unser Wohlstand und der Wohlstand der Bevölkerung ein hohes Gut ist und dass sich ja auch die Politik kümmern sollte. Unbedingt. Und da gibt es eine ganze Menge zu tun. Ich glaube, wir müssen über einen radikalen Bürokratieabbau und Planungsbeschleunigung sprechen. Ich habe im Landtag schon mal vorgeschlagen. Aber auf europäischer Ebene passiert ja gerade das Gegenteil. Taxonomie, ESG, also Environmental Social Governance, das ist ja der neue, sage ich mal, hätte ich beinahe gesagt, heiße Scheiß, sage ich aber nicht, ist ja, das, ist ja der neue Regelungswahnsinn, der da auf uns alle zukommt. Also alle reden immer, Bürokratie abzubauen, aber sie wird ja massiv aufgebaut.
In der Tat ist es so, dass die Bürokratieabbaupakete, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, im historischen Vergleich innerhalb Deutschlands die größten Abbaupakete sind, die wir jemals hatten. Und in der gleichen Zeit wurde in Brüssel ein Vielfaches davon wieder neu aufgebaut. Und man muss sich einfach von diesem grundsätzlichen Mindset verabschieden. Also im Wesentlichen gibt es Mitbewerber von uns, die wollen möglichst viel politisch regeln, die wollen möglichst viel ins Detail gehen und nochmal kontrollieren und nochmal hinterhergehen. Und das ist genau der falsche Weg und das sehen wir. Wir sehen, dass die meisten anderen Industrieländer auf dieser Welt besser aus der Pandemie herausgekommen sind wirtschaftlich als Deutschland. Wir sehen, dass da mehr Dynamik ist, mehr Wohlstand auch wieder neu erwirtschaftet wird. Und wir sehen, dass wir hier auch mit großen Traditionsunternehmen, VW dieser Tage in den Schlagzeilen, ThyssenKrupp in den Schlagzeilen, große Probleme haben. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass wir über viele Jahre jetzt versucht haben, insbesondere über eine grüne Regulierung und über eine vermeintliche Transformation der Wirtschaft ein politisch gewolltes Modell aufzustülpen. Und das hat dazu geführt, dass wir Rekordenergiepreise haben. Das führt dazu, dass es immer neue Belastungen in der Bürokratie gibt. Und das führt dazu, dass wir schleichend an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Und meine große Sorge ist, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, wo ich es nicht mehr umdrehen kann. Und darum ist da dringend ein Politikwechsel notwendig. Sie haben es gerade selber schon angesprochen, die Klimapolitik der Landesregierung. Ist es offenbar wichtiger, CO2 einzusparen, als den Wohlstand zu vermehren? Wofür stehen Sie ganz konkret? Ich finde, wir müssen wieder zurückkommen zu einer Balance. Wir müssen natürlich etwas tun für den Klimaschutz, aber wir müssen diese Interessen nicht nach ganz vorne stellen und alles andere darüber vergessen, sondern wir müssen in einer fairen Balance über Klimaschutz sprechen, wir müssen über Wirtschaftswachstum und über Wohlstand sprechen. Wir müssen bei der Energie über saubere Energie sprechen, aber auch über Energie, die immer da ist, wenn wir sie brauchen, also über Versorgungssicherheit und gleichzeitig über Bezahlbarkeit. Und da sind viele Dinge aus den Fugen geraten, weil insbesondere aus der grünen Sicht heraus immer nur Klimaschutz als einziges Ziel nach vorne gestellt wurde und die anderen Ziele darüber hinaus vergessen wurden. Im Ergebnis übrigens haben wir in Deutschland mit die höchsten Energiepreise und übrigens auch im Moment mit den dreckigsten Strom, weil auf Druck der Grünen dann doch die Kernkraftwerke zum Beispiel abgeschaltet werden mussten. Und da sieht man, wozu ideologisch motivierte grüne Energiepolitik geführt hat. Die Politiker leben alle in einer Blase, sie verstehen uns nicht mehr, sie wissen nicht mehr, was wichtig ist für uns. Das ist immer das, was wir ganz oft hören, auch bei uns, bei unseren Zuschauern. Was ist denn dran an den Vorwürfen? Können Sie das verstehen? Ja, zumindest ist mein Eindruck bei der einen oder anderen politischen Debatte auch, dass Politik sich zu viel Zeit nimmt, um sich um sehr kleine Bereiche zu kümmern. Und ich streite dafür, dass sich Politik zum Großteil der Zeit auch um das kümmert, was die Menschen auch den Großteil ihrer Zeit beschäftigt. Und das ist die Frage nach dem Arbeitsplatz. Das ist die Frage nach einer verlässlichen Betreuung in der Kita zum Beispiel, statt ständig in der Notbetreuung zu sein. Das ist die Frage nach Staus und Infrastruktur und meinem Weg, den ich zur Arbeit pendeln muss. Und man kann nicht auf Dauer Politik machen, indem man sich immer auf kleinste Bereiche konzentriert, sondern ich finde, Politik muss wieder den Weg zurückfinden dazu, dass wir uns um die großen Fragen kümmern, die auch wirklich den Alltag beschäftigen. Ja, aber vielleicht sind die großen Fragen ja auch der Fehler. Also ich meine, die Klimafrage ist ja eine riesengroße Frage, ist eine globale Frage. Und ich habe manchmal den Eindruck, dadurch, dass ich mich auf dieses wahnsinnige Projekt Klima stürze, werden genau die Fragen, die Sie gerade angesprochen haben, so in den Hintergrund gedrängt, weil es aber auch keine richtige Erfolgskontrolle gibt. Ja, wenn ich sage Kita-Plätze, wenn ich sage Schulplätze, wenn ich sage Pflege beispielsweise, das kann ich kontrollieren. Aber wenn ich sage, wir machen das jetzt, damit in 50 Jahren, 60 Jahren vielleicht die Erderwärmung nicht bei 1,5, sondern nur noch bei 1,2 Grad liegt, dann kann das ja keiner kontrollieren. Und deswegen sollten wir uns nicht mal wieder wirklich auf die handfesten Fragen kontrollieren. Und ja, nicht auf die großen, sondern wirklich die handfesten. Also für mich sind die großen Fragen genau die, die Sie gerade angesprochen haben. Da gehört für mich der Arbeitsplatz dazu, die Bildung und die Kinderbetreuung. Da gehört für mich die Infrastruktur dazu. Und das sind für mich große Fragen, weil das den Alltag der Menschen bestimmt. Und in der Tat nicht so sehr die Frage, was in 40, 50, 60 Jahren ist, sondern um das Heute muss es gehen. Und ich glaube, dass die Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen für alle Parteien eben auch genau das gezeigt haben, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass Politik von ihrem Alltag zu weit weg ist. Und das heißt nicht, dass man nichts mehr im Bereich Klimaschutz tut. Aber das heißt eben, dass Politik auch Prioritäten neu ordnen muss. Und diese Aufgabe, finde ich, hat jetzt auch insbesondere die Bundesregierung. Besonders das Vertrauen verloren haben die Menschen in Politiker vor allem bei einem Thema, und zwar das waren die Corona-Maßnahmen. Viele fordern jetzt eine Aufarbeitung. Die Politik in NRW will das nicht. Was wollen Sie?
Also die FDP im Deutschen Bundestag hat eine Enquete-Kommission genau zur Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen gefordert. Wir sind im Moment leider noch auf der Suche nach einer politischen Mehrheit dafür, aber ich halte das für zwingend notwendig. Und da muss es gar nicht darum gehen, es scheint ja Leute zu geben, die haben Angst davor, dass man jetzt mit dem Wissen von heute irgendwen nochmal auf die Anklagebank setzen möchte. Aber ich finde, es ist doch unsere Verantwortung, nach einem so starken Einschnitt und auch mit einer Zeit mit so starken und krassen freiheitseinschränkenden Maßnahmen, das nochmal wirklich gründlich zu reflektieren und besser vorbereitet zu sein, auch auf mögliche weitere Pandemien. Wir hoffen alle, dass es nicht so ist, aber wenn ich aus der letzten nichts lernen möchte, dann kann es ja bei der nächsten auch nicht besser laufen. Und insofern werben wir weiterhin für diese Enquete-Kommission, für diese Aufklärung im Deutschen Bundestag, da wäre das richtig aufgehoben. Aber wieso eine Enquete-Kommission? Wieso nicht ein Untersuchungsausschuss? Untersuchungsausschuss ist ja ein viel stärkeres Schwert. Da muss ich ja die Wahrheit sagen. Das gilt ja ähnlich wie im Strafrecht. Warum nicht das? Und wenn Sie sagen, es gehört keiner auf die Anklagebank, das klingt immer so gut, aber ich meine, wenn wir jetzt mehr und mehr rauskriegen, dass es eben nicht die Wissenschaftler waren, die den Kurs vorgegeben haben, sondern dass es die Politiker waren, die den Kurs vorgegeben haben, die den Politikern, den Wissenschaftlern gesagt haben und die Wissenschaftler haben willfährig mitgemacht, dann bin ich schon der Meinung, dass man da zumindest mal über eine Anklage reden könnte. Ja, möglicherweise ergibt sich das dann hinterher daraus. Für mich ist jetzt weniger entscheidend, ob es ein Untersuchungsausschuss ist oder eine Enquete-Kommission. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, in der Enquete liege schon der Vorteil darin, dass man in der Breite auch gerade nochmal mit Unterstützung unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen aufarbeiten kann. Diese Möglichkeiten habe ich in Untersuchungsausschüssen regelmäßig nicht. Was sich dann am Ende nochmal daraus ergibt, steht für mich auf einem anderen Blatt. Aber ich finde, Politik muss den Mut haben, sich selbst auch zu überprüfen, das selbst auch nochmal kritisch zu hinterfragen, was dort an Maßnahmen ja, nicht nur die wurde. Politik, auch die Politiker. Denn das wird ja immer so abstrahiert, die Politik. Aber es sind ja Menschen. Sollten die maßgeblichen Politiker, ihr Marco Buschmann beispielsweise, der uns ja auch nicht die Wahrheit gesagt hat, der auch mal das Ende aller Maßnahmen versprochen hat und dann ging es aber weiter. Sollten diese Leute jetzt nicht mal auch den Mut haben zu sagen, sorry, liebe Leute, ich bitte euch um Entschuldigung, wir haben uns falsch verhalten. Da, wo das dann der Fall war, ist das so. Und mit die Politik meine ich genau die Politiker, weil klar, am Ende wurden da politische Entscheidungen getroffen von entsprechenden Akteuren. Und ich glaube übrigens, dass man an der Stelle auch nochmal ansetzen muss. Ich kann mich noch gut dann erinnern an die Zeit, auch als Abgeordneter eben im Landtag. Und es war aus einer politischen Perspektive ja auch eine Zeit, wo extrem viele Entscheidungen in sehr kleinen Kreisen getroffen wurden. Nur in der Runde der Ministerpräsidenten zum Beispiel. Und Entscheidungen wurden de facto rausgezogen aus den Parlamenten. Und darum, finde ich, muss es auch in Interesse... Was das Grundgesetz so gar nicht vorsieht. Und die Ministerpräsidentenkonferenz gibt es im Grundgesetz nicht, genau. Sondern wir haben die Parlamente, da wo öffentlich debattiert wird, wo ich nachfragen kann. Und in der Demokratie ist es immer wichtig, dass Entscheidungen von Leuten und von Gremien getroffen werden, die ich auch abwählen kann, wenn es mir nicht gepasst hat und wenn ich es nicht gut fand. Und eine Ministerpräsidentenkonferenz kann ich nicht abwählen. Und auch da haben wir was aufzuarbeiten. Ganz allgemein vielleicht noch mal gefragt, was halten Sie denn von der Arbeit der Landesregierung? Wie bewerten Sie die Arbeit von Schwarz-Grün? Wir erleben eine Landesregierung, die sehr viel Wert darauf legt, geräuschlos zu arbeiten, die sehr viel Wert auf einen Außenauftritt legt, aber die relativ wenig im Maschinenraum auch wirklich was tut. Bei der Kita-Betreuung, ich habe es eben schon angesprochen, haben wir reihenweise Städte, wo die Notbetreuung Alltag geworden ist. Die Landesregierung hat sich dazu entschieden, ohne Not noch mal früher aus der Braunkohleverstromung auszusteigen, ohne für Ersatzkapazitäten entsprechend zu sorgen, gefährdet hier also den Industriestandort Nordrhein-Westfalen, hat Haushaltschaos verursacht und versucht jetzt mit Buchungstricks sich irgendwie zu retten. Das ist eine Landesregierung, die zu viel Wert darauf legt, nach außen hin ordentlich zu wirken, aber das ist eine ganze Menge Fassade und leider ein bisschen zu wenig Leute, die im Maschinenraum auch mal bereit sind, sich die Hände ein bisschen schmutzig zu machen und kräftig anzupacken. Wenn man sich im Maschinenraum die Hände schmutzig macht, dann braucht man auch mal Urlaub. Und deswegen jetzt die letzte Frage an Sie, die wahrscheinlich wichtigste. Wo waren Sie im Urlaub und wie war es? Es war sehr erholsam und wir waren im Schwarzwald und am Bodensee. Das klingt gut. Einen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Höhne. Danke sehr. Ja, wir sind auch schon durch. Lieber Höhne, danke, dass Sie da waren. Und die Freiheit ist ein hohes Gut und kämpfen Sie weiter dafür. Alle demokratischen Parteien sollten für die Freiheit eintreten. Und damit geben wir von dieser heute leicht verregneten Dachterrasse runter ins nicht minder schöne Studio.